Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Let's Play von mir. Wenn ich heute ein bisschen viel Scheiße rede, liegt das gerade daran, ich hatte heute Schule bis 3:30 und hab gerade so übelstes Kopfweh. Aber das ist jetzt gerade mal scheißegal. Und jo, dann habe ich gedacht, ich mache mal noch mal ein neues Video, weil mich ja schon wieder jemand deabonniert hat, aber ist ja egal. Wer noch nicht auf meinem Channel war, ich habe jetzt das Video fertig. Das sind insgesamt 6 Stunden Material. Das habe ich auf, glaube ich, genau 8 Minuten gekürzt. Und ja, das Rendern dazu hat, glaube ich, von 12 Uhr mittags. Also ich habe es am Samstag habe ich gemacht. Und da hat es von 12 Uhr Mittag bis abends um 11 hat es gerendert. Wer das nicht weiß, was das ist die Verarbeitung des Videos. Und ja, das hat halt etwas länger gedauert, obwohl es am Schluss dann irgendwie nur 20 MB hatte. Und ja, dann musste ich es noch in mein Format für meinen Mac hier formatieren. Und ja, egal. Hat funktioniert und demnächst werde ich es dann präsentieren. Apropos diese Szene hier, wo man gerade gesehen hat, wo man hier so runterspringt, die fand ich auch ziemlich geil im Trailer, den sich jetzt hoffentlich mal ein paar Leute angesehen haben. Aber ja. Bei dem Versuch, dieses Video zu machen, ist mir bei dieser Aktion, hier bin ich glaube ich so oft verreckt, ich glaube ich bin hier 5-mal verreckt, beim Runterspringen, weil ich bin einmal wo man vorhin drüber gelaufen ist, ich kann nicht mehr denken. Also die Brücke bin ich entlang gelaufen, bin da runtergefallen, dann war ich nicht schnell genug gewesen oder so. Und ja, hier hat man auch einen Erfolg freigeschaltet, wenn man direkt auf das Auto knallt. Und dann dachte ich hier, schieße ich nochmal aufs Auto. Geht bestimmt auch, fliegt alles in die Luft, aber so war das nicht. Und ja, dann musste ich halt wieder zur AOG greifen und die alle niedermetzeln. Und ja. Ich weiß noch nicht, ja, jetzt fliegt es doch in die Luft, ne? War lustig. So, ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen werde bei meinem Abo-Special, weil es ist so schnell, das sieht man gar nicht, dass ich ein Level hochkomme. Und ich denke dann, dass ich den Schluss ziemlich langsam machen werde, damit man da wenigstens sieht, dass ich Level 50 dann bin. Und wenn das noch geht, weil es ist ja jetzt so schnell, dass sind nur noch Bilder gespeichert und mal gucken. Ich habe nicht das Ausgangsmaterial, das liegt so bei 60 GB rum. Und ja, wahrscheinlich wird die Qualität dann jedoch nicht so gut werden, weil Fraps so schlau war und das irgendwie nicht so besonders gut gespeichert hat. Ja. Aber egal. Scheiß drum. Hier bin ich auch oft verreckt, weil ich es irgendwie nicht gecheckt habe, die da jetzt gleich zu killen. Und ja. Explosionszeichen. Wow. Mach bum bum. Ja, jetzt geht hier hinten, geht dann gleich ein Tor auf. Für die, die das Spiel haben, die wissen sowieso schon. Und ja, da steht halt so ein Kerl und der hat eine Geschütz da stehen. Und der knallt mich da ab und ich wusste nicht, wie ich den abknallen soll. Und ja, das war eben das Problem gewesen. Aber es ist ja egal, ich habe es ja hinbekommen und das präsentiere ich euch natürlich. So. Ja, mach du mal Fotos, du Mensch. Waffenwechsel. Was kann ich noch sagen? Ja, zu dem V-Log, den ich machen werde. Wer das letzte Video gesehen hat, wird es wohl wissen. Mal gucken, wann der rauskommt. Da kann ich mir Zeit lassen, da stehe ich nicht so unter Druck. Und hier. Hier steht der Kerl da hinten auf dem Geschütz, das, was mich gerade getroffen hat.
steht ein bisschen weiter links und ich habe dann versucht, irgendwie mal außen rum zu gehen und meine Leute nach vorne zu schicken, weil die ja sowieso immer nach vorne rennen. Ja, da rennen sie schon, aber ich verreck trotzdem noch. Wusste ich normal, wird man bei so einer Nähe schon ein Messer erschlagen. Oder nee, Quatsch, Messer erschlagen. Ein Gewehr erschlagen, aber irgendwie in dem Moment nicht so. Und ja, eigentlich liegt es hier drin, dass man sich einfach Zeit lassen muss. Man muss wirklich sich Zeit lassen. Man muss versuchen, diese Pfeile, Explosionspfeile, die ich nur noch einen habe, wirklich zu sparen und versuchen, den Kerl da hinten damit irgendwie runter zu kicken, aber mir hat es irgendwie nicht so geklappt und ich treffe diesen Kerl hier auch nicht. Das fand ich irgendwie lustig. Ja, so kann man es halt auch machen, ne? Das ist doch einer der Gegner, oder? Gewesen, ich dachte mir. Okay, so, dann gehen wir jetzt mal weiter. Weil die restlichen sind jetzt nicht mehr so gefährlich, da die haben dann noch normale Gewehre, beziehungsweise RPGs, was auch immer. Nein, Quatsch, RPGs. Also ich rede heute echt Scheißdreck. Die haben irgendwelche Maschinengewehre oder keine Ahnung, RPG war ja ein Raketenwerfer. Und jo, jetzt darf ich mal schön hier dieses Geschütz benutzen, was mir sehr gefallen hat. Und jo, hier direkt wie immer aufs Auto geknallt, gehofft, dass es irgendwann explodiert. Und noch eins und noch Puff. Juhu! So. Ja. Gibt es da noch was zu sagen? Ich glaube irgendwie nicht. Lustig, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich werde nicht mehr so viel flamen, weil das war echt letztens so übelst gewesen. Ich habe ja nur rumgeflamed. Ja, abonniert mich! Kommentiert mich, ratet mich, ja und so weiter. Jedenfalls, ja, mir ist das jetzt momentan auch scheißegal. Der ist, ich habe euch mitgeteilt, dass es halt ein Haufen Arbeit ist, diesen ganzen Videos zu machen und alles. Und wer das halt nicht würdigen kann, soll mich halt nicht abonnieren. Es ist halt so. Ich komme damit auch klar und ich will jetzt gar nicht auf die Leier von wegen, ja. Edit mich doch aus Mitleid oder abonniert mich aus Mitleid. Ja, nee, das brauche ich nicht. Dann mache ich lieber noch andere Videos und verdiene meine Abonnenten auf normale Art und Weise. So. Das möchte ich mir jetzt mal nur ganz normal gesagt haben, weil ein paar von meinen Freunden mich schon ausgelacht haben, dass ich so extrem viel Flame will. Aber ja, okay. Ich wollte nur mal meine Meinung an den Mann bringen und wenn das für viele als Flame rübergekommen ist, tut mir das leid, aber ist halt meine Meinung, ne? Und ja, was gibt's noch zu sagen? Messi King hat mich ja dazu gebracht, dass ich noch Resident Evil zocken will. Und ja, das wird dann demnächst mal kommen. Diese Szene hier ist irgendwie eine Szene aus einem Film oder sowas. Die habe ich irgendwann mal auf YouTube gesehen, als das Spiel noch nicht raus war. Und das ist eigentlich ein Spiel, ein Film irgendwie. Und ja, nur im Film dauert es ein bisschen länger und ist ein bisschen langweilig, aber hier geht es relativ schnell zur Sache. Wie man hier sehen kann. Und das nenne ich mal AT-Version. Beziehungsweise Uncut, weil es ja hier Englisch ist und nicht Austrian. Also österreichische Version. Okay. Wenn er dem jetzt auch noch so einen Teil über den Kopf haut, dann müsste ich lachen, aber. Nee, nee, ist ein bisschen anders. You not talk. Ah, nee, no talk. Sehr gut Englisch. No talk, kein Sprechen. Hier ein Bug pfeift. Bug, bug, bug. Tja, you shoot. You shoot. Lustig. Irgendwie ist das jetzt doof, ne? Man sieht ja eigentlich genau, wann eine Kugel kommt. Immer nicht. Wenn ihr von außen reingucken, dann sieht man ja,
eine Kugel drin ist oder nicht. Wack, wack. Ja, genau. Also beim Film wäre da jetzt noch fünfmal genau dasselbe hin und her gegangen. Ne? Aber. So geht's natürlich auch. So, tot, tot. Nochmal tot und ganz tot. Wo habe ich jetzt die Waffe her? Lustig, lustig. So, stehen wir hier wie Bokuta. Das hat mich sehr an Bokuta erinnert. Ganz am Anfang vom Video. Von der Reihe. Von der Black Ops Reihe hier. Und jo. Hat mir daher sehr viel Spaß gemacht, weil mir Bokuta sehr viel Spaß gemacht hat hier. Und jo. War eigentlich eins meiner Lieblingslevel. Neben dem, was noch kommt, mit diesem Flugzeug und ja, ich denke mal, dass ich hier jetzt noch zeigen werde, wie man hier alles stürmt, also wie man diesen kompletten Bereich hier stürmt, und dann werde ich mal noch einen Schnitt machen. Ja. Jedenfalls nochmal zum Abo-Special. Ich habe ja so einen Kommentar auf meinem Kanal veröffentlicht, dass das Video dann halt irgendwann die Woche mal kommt. Und das kann ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so genau sagen, weil der eine Abonnent hat ja wieder deabonniert, oder weil irgendjemand anderes, ist ja unwichtig, wer das war. Jedenfalls war es jemand, und ich werde es natürlich dann erst veröffentlichen, wenn es wieder mal 100 sind. Zum dritten Mal. Und ja. Oder ich werde es schon mal vorab hochladen und nur nicht veröffentlichen oder so, mal gucken. So wie ich gerade lustig bin. Ich denke aber erst, ja, dass ich auf die 100 Abonnenten warte, weil anders steht ja da dann irgendwie ein altes Datum, wo ich noch gar keine 100 Abonnenten hatte, und das ist ja dann irgendwie schwul oder scheiße, um jetzt mal nicht die Homosexuellen irgendwie noch in Verlegenheit zu bringen. Mir wurde wieder ein Kommentar geschrieben von wegen, ja, ich wäre immer noch so rassistisch. Das war, glaube ich, bei Part 6 oder sowas, keine Ahnung. Und ja, ich meine, ich habe mich jetzt so oft schon dafür entschuldigt, ne? Und es ist einfach so, viele Leute projizieren die eigenen Eigenschaften auf andere, um sich besser zu fühlen. Ich will jetzt dazu nicht diese Person unbedingt in den Schmutz ziehen oder sowas, nur, Alter, ich habe mich so oft entschuldigt, es ist gut jetzt. Ich weiß, was ich getan habe. Ich habe mich dafür 1000 Mal entschuldigt. Und ja, wenn du es halt unbedingt noch weiter ausführen musst, dann kauf dir einen Hund und scheiß den zusammen. Oder kauf dir Freunde. Wirklich, ich habe das nicht ernst gemeint. Und außerdem, wir sind hier immer noch in unserem Spiel und man darf das wirklich nicht ernst nehmen. Wirklich. Und ich glaube, aus dem Alter sollte man dann irgendwann schon mal rauskommen. Und das ist meine Meinung, aber viele werden es anders sehen. Sie sollen alle ihre eigene Meinung haben, von daher ist das okay. So, und da ich jetzt hier drin bin, denke ich mir, mache ich einen Schnitt und ciao.